meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar wurde ich gestern gefragt, was ich denn so alles in meine Kliniktasche mitnehmen würde. Das heißt, ja, für unseren Bauchzwerg sozusagen als kleines Roleplay. Ja, was würde ich eigentlich mit in meine Wickeltasche mitnehmen, Kliniktasche mitnehmen? Und ja, das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Viel Spaß! Ja, ich habe hier neben uns unseren Maxi-Cosi-Pebble mit allen Sachen, die ich für das Baby jetzt mitnehmen würde. Natürlich ist es klar, dass wenn ich mit einem echten Kind kurz vor der Geburt stehe und dann in ein Krankenhaus muss, ich natürlich auch Sachen für mich mitnehme. Aber ich habe jetzt einfach mal gepackt, was ich so denke, was ich auf jeden Fall jetzt mitnehmen müsste, wenn ich jetzt den Bauchzwerg sozusagen wirklich bekommen würde. Ja, ich zeige dir das jetzt einfach mal und los geht's. Zuerst haben wir eine Decke dabei. Das hier wird, also das hier war die Decke von Lennox. Das wird jetzt die Decke von dem neuen Baby. Mel hat ja auch ihre Decke und das wird jetzt die neue Decke von dem Baby. Ja, deswegen würde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Auch einfach, dass das Baby sich daran gewöhnt. Und vielleicht fürs Fotoshooting auch oder so. Ja, ich würde die auf jeden Fall mitnehmen. Das ist deswegen das erste, was ich hier auf meinem Haufen habe. Dann für das Fotoshooting habe ich ja unser kleines Kuscheltier von Zebra. So. Ja, fürs Fotoshooting einfach. Oder als kleines Spielzeug. Und als nächstes habe ich dann noch eine Flasche dabei. Man bekommt ja eigentlich fast alles im Krankenhaus. Aber für den Notfall dachte ich mir, nehme ich auf jeden Fall eine Flasche mit. Und auch für den Notfall habe ich zwei Schnullis dabei. Einmal von Mom, diesen hier mit dem Sägeboot. Das wird auf jeden Fall auch sein Schnuller werden. Und dann von Mom, diesen hier mit dem Teddy. Ich packe den mal aus für euch und zeige euch den. Das hier wird auch auf jeden Fall sein Schnuller dann werden. Und deswegen habe ich den auch einfach mitgenommen. Wie gesagt, eigentlich bekommt man sehr viel im Krankenhaus. Auch Schnuller und Flaschen und so, aber ich habe es einfach mal mitgenommen. Ja, auch das hier bekommt man im Krankenhaus, aber auch das habe ich jetzt mal eingepackt. Und zwar unser Alfie-Schlafsack. Jedes Krankenhaus hat eins mit seinem Logo drauf. Aber ich dachte mir, ich nehme ihn trotzdem mit, falls das in dem Krankenhaus einfach nicht gibt oder irgendwas damit passiert oder irgendwas. Also ich habe es auf jeden Fall dabei und damit fühle ich mich dann auch ein bisschen sicherer. Ja, und dann kommen wir schon zu den Klamotten. Das ist eigentlich so das Haupthighlight. Und zwar haben wir erstmal ein Fotoshooting-Outfit. Und zwar ist das dieses hier von H&M. Das haben wir vor kurzem erst gekauft. Und das ist in Größe 50. Einmal dieser Body und dann diese Hose dazu. Dachte ich eventuell fürs Fotoshooting oder so. Dass man das auf jeden Fall, ups, auf jeden Fall mitnimmt. Da muss man ja vielleicht dran denken. Nicht jedes Krankenhaus macht ein Fotoshooting, aber eigentlich ist es dann schon ganz praktisch. Oder auch einfach so zum Anziehen. Also auf jeden Fall dieses Set hier für das Fotoshooting. Oder halt zum normalen Anziehen, halt wie gesagt, ne? Aber ich habe es auf jeden Fall mitgenommen. Dann haben wir noch so Kleinkram mitgenommen. Und zwar einmal eine Mütze. Ja, das ist jetzt eine Wintermütze. Aber ich finde sie einfach so süß und falls es ein bisschen kälter wird, man weiß ja nicht, was es für ein Tag ist, habe ich die auf jeden Fall auch dabei. Und falls es ein bisschen wärmer wird, habe ich auch noch eine kleine dünne Mütze dabei. Dann haben wir zwei Paar Socken, einmal in so rot-blau, die sind ganz, ganz mini. Und einmal weiße Socken, die sind auch ganz, ganz mini für so die ersten Tage. Habe ich auch einfach mal mitgenommen. Ich dachte mir, das kann man bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Socken braucht man immer. Und dann haben wir noch ein paar Fäustlinge, die man doch bestimmt auch immer braucht, dachte ich mir. Neu von H&M gekauft, für das Baby extra. Fäustlinge. Und noch ein kleines Teil, ein Halstuch, falls es kälter wird. Oder halt auch fürs Fotoshooting so ein bisschen
Man weiß ja nie, was so kommt. Ich habe es einfach mal mitgenommen. Jetzt habe ich für die Tage, die wir da sind, noch einen Strampler. Auch Strampler werden meistens vom Krankenhaus gestellt, aber meistens sind die halt so, dass man, die Babys die nur einen Tag anhaben und dann kann man denen selber ihre eigenen Sachen anziehen, weil die im Krankenhaus sind natürlich auch nicht so schön. Und ja, deswegen habe ich diesen hier mitgenommen. Den hat ja die Mel auch. Und ja, wir mögen den total gern. Und der ist auch so süß und deswegen als Strampler, das ist so der erste richtige Strampler, den ich für den Bauchzwerg gekauft habe. Und deswegen habe ich gedacht, das soll auch der erste Strampler sein, den er anhaben wird. Ja, dann haben wir an Klamotten noch einen kleinen Langarmbody mitgenommen. Der kommt von Karstadt. Den, ja, habe ich einfach so mitgenommen. Man braucht ja bestimmt Bodies immer. Und ja, einfach so zum Anziehen, ein Body. Und dann gab es noch ein Overall. Man weiß ja nie, was irgendwie kommt. Und ich habe jetzt gedacht, entweder auch für die Heimreise oder einfach so, wenn er da rumliegt oder so im Krankenhaus. Wir wissen dann auch nicht, wie lange wir bleiben. Und ja, ich habe es einfach mal mitgenommen. Und auch einfach mal so mitgenommen habe ich ein kleines Wickelpaket. Und zwar zwei Windeln und Feuchttücher. Das bekommt man eigentlich auch alles im Krankenhaus. Das dachte ich auch eher für die Rückfahrt dann. Hätte man jetzt auch im Nachhinein mitnehmen können, aber ich war mir einfach sehr sicher, wenn ich das schon mal dabei habe. Und dann habe ich noch eine Haarbürste. Auch die bekommt man bestimmt ganz sicher im Krankenhaus. Ja, ich habe es jetzt einfach auch nur dabei, weil es kann ja sein, dass das Krankenhaus keine Haarbürste hat. Ja, und das letzte ist das eigentliche Coming-Home-Outfit, also das Outfit, was das Baby anhaben soll, wenn wir nach Hause fahren. Ja, und das besteht aus einem Langarmbody von H&M, und zwar diesen hier. Der ist so grün-weiß gestreift. Und einer richtig coolen Jeanshose. Die hatte der Emil auch schon an. Der steht dem Bausatz auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Und ja, deswegen eine richtig coole Jeanshose. Und dazu unsere Lieblingsjacke für den Bauchzwerg. Und zwar diese coole College-Jacke hier. Die ist so cool, also echt. Die passt perfekt wie angegossen, obwohl es ein 62 ist. Einfach perfekt. Und ich glaube, das ist so ein richtig cooles Outfit, wenn ich mir das jetzt schon mit der Hose hier zusammen vorstelle. Ist es, glaube ich, richtig cool. Also die Hose ist in der Größe 50, der Body ist in 56, glaube ich. Ja. Wenn er nicht passt, habe ich immer noch den hellblau-weiß gestreiften von von Karstadt, aber ich denke, dass es auf jeden Fall passen wird. Und wenn er halt ein bisschen zu groß ist. Wir wissen ja auch nicht, wann er kommt, wie er kommt und alles, aber ja, das ist auf jeden Fall das geplante Coming-Home-Outfit. Ja, und das letzte große, was auf jeden Fall mit muss, ist unser Maxi-Cosi Peppe. Ja, der muss natürlich mit, um das Kind nachher nach Hause zu transportieren. Obwohl wir den auch eigentlich erst später mitnehmen können. Aber ich habe ihn jetzt auch einfach mal hier zum Zeigen. Ja, unser schöner Maxi-Cosi-Peppel. Und der ist natürlich für so eine Reise nicht wegzudenken. Also Autofahren, da braucht man auf jeden Fall eine Babyschale, genau. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon. Wie gesagt, es ist nur eine Kliniktasche, die ich auf jeden Fall jetzt so mitnehmen würde ungefähr. Also grob gesagt kurz. Ich weiß halt absolut nicht, was man wirklich dann nachher im Krankenhaus braucht, wenn man ein echtes Kind zur Welt bringt. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich habe dieses Gefühl noch nicht gehabt und das dauert auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Und wie gesagt, kommt natürlich auch in einer echten Kliniktasche noch Sachen von mir natürlich, wenn ich denn die schwangere Mutter bin. Und ja, aber das war jetzt sozusagen die Reborn Kliniktasche für unseren Bauchzwerg. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Es war wie gesagt ein Videowunsch und ja, mal sehen, wie es euch gefällt. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.